Ja, moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Sascha. Diana habe ich da hinten in den Rewe geschickt, damit sie was einkaufen kann. Ich bin hier gerade in Ketsch angekommen. Ketsch ist Hockenheim abfahren. Wir sind von heute Morgen aus von der Ostsee gestartet, haben schon Frankfurt am Main hinter uns gelassen und fahren jetzt in Richtung Frankreich. Ja, ich bin jetzt hier in Ketsch abgefahren, weil hier der Sprit besonders gut ist. Wahrscheinlich nicht besser als die anderen Sorten in anderen Orten. Aber der Sprit ist 37 Cent günstiger, wenn man irgendwo abfährt, als das, was ich an der Autobahn gesehen habe. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man irgendwo campen fährt und so einen großen Diesel tanken muss, da irgendwo in die Orte zu fahren. Und meistens findet man da auch was Besseres zu essen. Und das wollen wir uns auch gleich suchen. Wir machen hier die Mittagspause und fahren dann irgendwann rüber nach Frankreich. Wir werden uns heute Nacht noch ein kleines Plätzchen zum Schlafen suchen. Und morgen fahren wir dann schlussendlich an die Côte d'Azur, also Südfrankreich. Und wollen dort die Strände, die Kitespots, die Restaurants und die Fischerdörfchen und alles, was man da sehen kann, schön abchecken. Wir haben hier schön 3 Wochen Urlaub und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und bei den folgenden. So, guck mal, Diana hat was gefunden zum Filmen. Die beiden Enten müssen herhalten. Wo sind wir hier eigentlich? Weißt du das noch? Nee, habe ich vergessen. Haben wir vergessen. Wir werden mal in den Ort reingehen, wo wir den Namen nicht wissen. Vielleicht finden wir dann auch raus, wie er heißt. Zumindest ist dieses das Plätzchen, was wir uns hier heute gesucht haben, um hier zu nächtigen und vielleicht in diese Richtung halt noch ein Bierchen zu trinken. Und dann werden wir morgen in der Frühe weiterfahren. So, wir beiden sind jetzt aus Quingey, so hieß der schöne Ort, wo wir übernachtet haben. Ich denke mal, ich habe es völlig verkehrt ausgesprochen. Gestartet und werden jetzt die letzten 600 Kilometer auch genauso maufrei, wie wir das gestern gemacht haben. Also über die Zuppelwege, wo man schöne Örtchen entdecken kann, wenn wir weiter bis an die Côte d'Azur fahren. Das soll etwa 9 Stunden dauern. Guck mal, da fallen die Flaschen aus dem Auto, sehr cool. Ja, wir sind jetzt hier bei so einem Intermarché angekommen. Etwas kleiner, ja. Normalerweise gibt es die auch so auf der grünen Wiese, auf dem Lande etwas größer. Das ist sowas wie auch ein Leclerc oder ein, wie heißt der andere noch, Carrefour. Alles so größere Märkte, vergleichbar mit den deutschen Cityparks bzw. mit den Metros, sag ich mal so. Bei dem Leclerc ist noch der Unterschied, dass der noch ein bisschen mehr Kleidung und andere Artikel hat. Elektronik und solche Dinge. Ja, wir werden jetzt hier erstmal eine schöne Einkaufsrunde machen, weil ich denke, gleich im ersten Video sollte auch das Einkaufen in Frankreich gezeigt werden, weil das finde ich doch echt schön. So, ich bin jetzt hier gerade so eine Abteilung
ja, kochen, backen, grillen. Und eben waren wir bei den Beauty-Sachen so ein bisschen zugange, weil ich Trottel habe nämlich vergessen, die Nagelschere anzupacken. Und da wir 3 Wochen in Frankreich sind, brauchen wir auf jeden Fall eine, aber ich habe irgendwie noch keine gefunden. Was bei den Franzosen deutlich auffällt, ist, Kondomabteilung ist relativ groß im Vergleich zu den Deutschen. Bei den Deutschen ist die Klopapierabteilung wahrscheinlich etwas größer. Ja, Rasierabteilung sieht eigentlich auch identisch aus wie bei uns. Ich glaube, da werde ich mal vorsichtshalber noch was mitnehmen. Ja, soweit. Batterien. Ein bisschen Baumarkt, sag ich mal so. Handyladekabel. Ein bisschen Bürobedarf. Und alles, was das Herz begehrt. Also es ist doch recht gut ausgestattet hier. Hier sind so die Pinsel und schnell was zum Reparieren. Ein bisschen Silikon, falls man noch am Pulli was machen muss, was festkleben muss. Sehr geil. So, ich habe hier die Gemüseabteilung und ich stehe eigentlich auch vor dem Teil, was ich am liebsten esse. Diese fantastischen Tomaten hier aus Frankreich. So, hinter uns ist die Fleischtheke. Das können die sehr gut hier in Frankreich. Also die Fleischqualität ist hier wirklich allererste Sahne. Da ich aber zu doof bin, das an der Theke zu bestellen, werde ich hier mal gucken, ob ich was Abgepacktes für uns finde. Ja, wir sind im Paradies angekommen. Hier gibt es jetzt schon mal ein bisschen Bier und ein bisschen Wein. Also Wein ist natürlich, Frankreich ist Anbauregion für Wein. Es gibt hier wirklich fantastische Weine. Man muss aber ein bisschen aufpassen, weil die Franzosen trinken fast nur trockenen Wein. Also da sollte man gucken, wenn man das nicht so gerne mag, dass man da mal einen lieblichen bekommt. Bier ist auch so eine Sache. So Bier selber können sie eigentlich nicht. Aber man kriegt hier diese ganzen fantastischen Biere aus Belgien, wie Leffe zum Beispiel, da im Hintergrund. Und ja, noch andere Sorten. Ich bin auch der Meinung, dieser Laden ist nicht ganz so groß wie die anderen, die wir kennen. Wir werden mal sehen, was wir hier Schönes finden. So, aus der Bierabteilung musste ich mich leider rauslösen. Diana hat mich schon 2-mal gesucht. Ja, mittlerweile waren wir bei Keksen und solchen Sachen. Und jetzt suchen wir noch einen kleinen Snack für die Weiterfahrt. Und vielleicht noch ein bisschen Aioli oder Kräuterbutter für das Steak, was wir uns in den Wagen geworfen haben. Prinzessin, wo sind wir denn jetzt hier? Irgendwo in Frankreich. Spacken, sie weiß ganz genau, wo sie ist. Und zwar auf dem Campingplatz de la Plage. Das ist in der Nähe von Grimont. Und hier gegenüber an der Küste liegt Saint-Tropez. Ja, wir haben uns hier gerade mal für 5 Nächte eingemietet und wollen in nächster Zeit hier die Gegend erkunden und unseren Spaß haben. Heute werden wir allerdings mehr in das Relaxende Bübel gehen, würde ich gerade sagen. Ja, wir haben jetzt insgesamt an 2 Tagen 1800 Kilometer gerissen. Ich weiß eigentlich schon gar nicht mehr, wie ich sitzen soll. Ich werde mich also heute noch ins Wasser werfen und gucken, dass ich meine Arme und Beine und meinen Morse auskurieren kann. Und dann werden wir uns das gut gehen lassen hier. Ja, wir sind ja jetzt kurz vor Grenoble. Wir haben noch einen Einkauf gemacht in diesem Intermarché und kurz vor Grenoble haben wir uns dann doch umentschieden, den Rest der Strecke mit Autobahn und Maut zu fahren, um halt irgendwie 2 Stunden zu sparen. Also sonst wäre die Fahrzeit 6 Stunden gewesen. Jetzt haben wir es in 4 geschafft von dort. Und hatten 3 Etappen, wo wir Maut bezahlen mussten. Insgesamt kam das Ganze irgendwie auf 45 Euro, bin ich der Meinung. Also noch durchaus bezahlbar. Aber es ist allerdings schlecht zu planen, weil eben einige Autobahnstrecken nicht mautpflichtig sind und einige schon. Da gibt es auf der Internetseite, ich glaube, das war beim ADAC, auch so einen schönen Rechner. Da kann man einfach mal seine Route eintippeln und dann eben das dazugehörige Auto, was man fährt. Meiner kostet ein bisschen mehr, weil er ein bisschen höher ist. Das war auch ganz witzig an den Automaten. Ich musste die Karte einmal oben rausziehen, wo die LKW-Fahrer ihren Sitz haben. Da kam ich gar nicht so richtig ran. Und dann berechnet dieses Teil einen die Maut.
So, wir beiden haben uns gerade eben irgendwie gefühlt so ein halbes Rind reingehauen. Das war mega viel und mega lecker. Ein paar Böhnchen dazu und schön diese spanischen Tomaten. Oder vielleicht auch französische Tomaten. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wo die herkommen. Zumindest kenne ich sie nur aus Spanien und aus Frankreich. Ah. So, da ist mir doch eben gerade mal der Akku leer gegangen von der GoPro. Wir waren ja gerade am Strand und sind hier ein bisschen hin und her flaniert, sag ich mal so. Ja, ich würde sagen, ich beende das Video heute einfach mal hier. Weil ich denke mal, so ein paar Minuten sind ja während der 2 Tage Fahrt hierher schon zusammengekommen. Und werde ab morgen denn diese Ecke vor euch präsentieren. Diana hat sich auch schon ein bisschen was überlegt. Ein bisschen Programm gibt es wohl schon. Ich lasse Diana den Urlaub diesmal so ein bisschen planen. Weil sonst bin ich eigentlich eher der Planer. Und damit sie nicht zu kurz kommt, sage ich mal so, lasse ich sie dann noch mal so ein bisschen planen. Und deswegen weiß ich eigentlich auch noch gar nicht so genau, was es morgen zu sehen gibt. Ja, in dem Sinne sage ich, Kanal abonnieren, weiter gucken, was wir hier so erleben. Haut rein, Leute. Ciao.